Ich rate dir, schau dir wirklich, wenn du neu bist in dem Geschäft, wenn du frisch startest und du hast jetzt vielleicht heute erst beschlossen oder kürzlich Immobilieninvestor zu werden, dann schau dir mal 30 Immobilien oder 40 Immobilien an, ohne etwas zu kaufen. Ja, ich begrüße dich zur Schnellanleitung in 7 Schritten zum Immobilieninvestor. Wie bin ich auf die Idee gekommen, dich in 7 Schritten zum Immobilieninvestor zu machen? Ganz einfach, weil Kunden von mir, Geschäftspartner mir immer wieder die gleichen Fragen stellen. Und zwar sind das im Wesentlichen folgende 5 Fragen. Und zwar, kann ich Immobilien nur mit Banken finanzieren? Frage Nummer 2, spielt wirklich bei Immobilien ausschließlich die Lage die größte Rolle? Frage Nummer 3, benötige ich sehr viel Eigenkapital, um Immobilieninvestor zu werden? Frage Nummer 4, sind Immobilien wirklich für jedermann geeignet? Und ja, Frage Nummer 5, ist das überhaupt realistisch, Renditen von mehr als 7% oder 8% zu erzielen? Und genau, weil mir diese Fragen immer wieder gestellt werden, heute das letzte Mal von einem Geschäftspartner zum Mittagessen, möchte ich jetzt für dich beantworten, wie du ohne entsprechende Vorerfahrung in 7 Schritten zum erfolgreichen Immobilieninvestor werden kannst. Ja, wie bei allen Dingen im Leben spielt es einfach eine Rolle, wem kann ich modellieren, von wem kann ich lernen. Und ich sag's nur, alle Haubenköche der Welt kochen mit den gleichen Zutaten, trotzdem schmeckt es bei jedem ein bisschen anders, aber ein Haubenkoch hat vom anderen das Kochen gelernt. Ich sag nur mal, manche von euch kennen noch Witzigmann, der das 4 Jahreszeiten in München besessen hatte, und wie viele Haubenköche gibt es heute allein in der Kochszene, die von ihm das Kochen gelernt haben. Die Frage ist jetzt, welche Zutaten brauchst du im Immobilienbereich? Und genau um diesen Punkt wird es gehen, und wahrscheinlich hast du es auch schon satt, von irgendwelchen Leuten Tipps zu bekommen, die selbst nicht wirklich erfolgreich sind. Und mir geht es genauso. Ich sage, es laufen da draußen so viele Möchtegerns herum, so viele Finanzberater, die selber leere Konten haben, dass es eigentlich keinen Spaß macht, sich von denen beraten zu lassen. Das heißt, ich habe versucht, immer von den Besten der Besten zu lernen, habe mir Leute gesucht, die Immobilienvermögen haben. Anfänglich waren es Vorbilder, die 10, 20 Millionen hatten. Dann habe ich mir Leute gesucht, die 100 Millionen Immobilienvermögen hatten. Und heute sind einige meiner Freunde und Bekannten Vermögen in der Größenordnung von 150 bis 300 Millionen. Und immer wieder habe ich neue Dinge dazugelernt, und ich möchte gerne dieses Wissen auch an dich weitergeben. Ich habe, manche von euch wissen das, vor einigen Jahren einen sehr, sehr schweren Autounfall gehabt mit mehrfachem Überschlag. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, ich kann nicht diese Dinge mitnehmen ins Grab. Ich möchte möglichst vielen Menschen helfen, finanziell frei zu werden, unabhängig zu werden, weil ich weiß aus meinem eigenen Leben, finanzielle Freiheit verändert die eigene Perspektive gänzlich. Ich darf heute das Leben meiner Träume führen. Ich lebe in einer der schönsten Städte der Welt, in Wien. Mein zweiter Wohnsitz ist auf Mallorca. Auch dort liebe ich es, am Meer zu sein und von meiner Terrasse auf die Wellen zu blicken. Und du kannst das gleiche Leben leben, wenn du einfach beginnst, dein Mindset zu verändern und wenn du Immobilieninvestor werden wirst. Ich sage das ganz bewusst, weil ich habe schon verschiedene Dinge gemacht in meinem Leben. Ich bin aus Leidenschaft Unternehmer, und es gibt im Übrigen sehr, sehr viele Parallelen zwischen einer Firma und einer Immobilie. Beides soll letztlich positiven Cashflow abwerfen, aber Immobilien sind für mich noch etwas Besonderes, weil Immobilien sind krisensicher. Immobilien haben auch in den letzten Jahrhunderten immer wieder schwierige Zeiten überlebt, aber da komme ich vielleicht später nochmal kurz drauf zu sprechen. Also, wenn für dich diese 7 Schritte zur finanziellen Freiheit wichtig sind, wenn du das Leben deiner Träume auch leben möchtest, wenn du endlich mehr Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben haben möchtest, für deine Lieben, deine Familie, deine besten Freunde und vor allem auch für dich selbst, das vergessen nämlich viele, was vielleicht einer der wichtigsten Punkte ist, dann bist du hier ganz genau richtig. Und dann will ich dich bitten, die nächsten paar Minuten sehr, sehr konzentriert aufzupassen, weil das könnten ein paar Minuten deines Lebens sein, die wirklich eine neue Weichenstellung bringen und dich auf einen neuen Weg bringen. Also, lass uns starten. Ich werde kurz erklären, was sind für mich die wichtigsten Schritte gewesen, und zwar 7 an der Zahl, die mein Leben verändert haben. Ja, bevor es jetzt gleich losgeht, du kannst dir jetzt natürlich die Frage stellen, ja, was befähigt mich zu dem Thema zu sprechen? Ich habe also sehr, sehr viele unterschiedliche Immobilien in meinem Leben schon restauriert, entwickelt, verkauft. Ich habe eine
Trägerfirma besessen. Ich habe aktuell mehrere Firmen, die sich mit Immobilienentwicklung befassen. Und mein Immobilienvermögen in den letzten Jahren war immer schwankend, irgendwo, sage ich mal, zwischen 25.000 und 40.000 Quadratmeter in etwa vermieteter Immobilien. Und mein Ziel ist, und ich bin jetzt gerade dran, also ich habe die größte Immobilie von mir, ist im Süden von Wien in der Größenordnung von 26.000 Quadratmeter. Und ich bin gerade dabei, eine zweite große Geschichte in ähnlicher Größenordnung aufzubereiten in Deutschland. Mein Ziel ist es, innerhalb der nächsten 4 Jahre eine gesamte vermietete Fläche in etwa von 100.000 Quadratmetern mein eigen zu nennen. Das ist ein gewisser Mix aus Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien. Es gibt also kaum noch eine Art von Immobilien, von der alten Mühle bis zum Fabriksloft, über Seniorenwohnheime und private Immobilien, die ich nicht in meinem Leben besessen habe. Ja, tatsächlich, ein Schloss findet man noch in der Sammlung, das steht noch auf der Wunschliste. Ja, Spaß beiseite, lass uns jetzt in 7 Schritten schauen, was dein Leben verändern könnte oder wie sich dein Leben verändern könnte, wenn du zum Immobilieninvestor wirst. Ja, 7 Punkte. Der erste Punkt ist dein Warum. Und zwar, Jim Rohn hat schon erkannt, umso klarer für uns das Warum ist, umso leichter wird es auch, deine Ziele zu erreichen. Also du musst für dich jetzt mal definieren, warum möchte ich gerne Immobilieninvestor werden. Möglicherweise ist es bei dem einen oder anderen von euch die Altersvorsorge als Überlegung. Die meisten haben erkannt, dass es in der Zukunft ein Riesenproblem geben wird, weil uns unsere Politiker belogen haben, weil die Pensionen, die wir alle, auf die wir irgendwann hingearbeitet haben, wahrscheinlich gar nicht mehr ausbezahlt werden. Und für andere ist es aber vielleicht das Warum, einfach zu sagen, ich will gar nicht so lange warten, ich möchte in jungen Jahren schon finanziell frei sein, ich möchte bestimmen, wann, wo, mit wem ich arbeite. Und auch ich betrachte das eigentlich als größten Luxus meines persönlichen Lebens, dieses Stadium erreicht zu haben. Und ich wünsche jedem von euch, dass ihr das in eurem Leben genauso erreichen könnt. Also stell dir mal die Frage ganz kurz, warum möchte ich finanziell frei sein, warum möchte ich Immobilieninvestor werden? Was könnte ich dann in meinem Leben anders machen? Wie viel mehr Zeit hätte ich für die Menschen, die ich liebe? Wie viel mehr könnte ich mit meinen Hobbys widmen? Wie viel mehr könnte ich mich meiner persönlichen Weiterentwicklung widmen? Wie viel mehr könnte ich reisen? Wie viel mehr Sprachen könnte ich lernen? Was immer das ist, was dich bewegt, schreib dir jetzt auf. Überleg dir, was ist dein Warum? Punkt Nummer 2. Ist natürlich ganz, ganz wichtig, bevor wir starten, sollten wir was? Ja, wie jeder Spitzensportler, der loslegt, du musst, bevor du startest, eigentlich schon das Ziel im klaren Fokus haben. Das heißt, jeder, der bei der Formel 1 irgendwann schon mal am Podium oben gestanden hat, der hat vorher zigmal dieses Rennen gefahren, der hat zigmal diese Szene durchgemacht, wie er mit der Champagnerflasche sozusagen da oben steht und gewonnen hat. Das heißt, alles beginnt im Kopf. Das gleiche ist bei dem Skirennen so, da hast du wahrscheinlich schon die Fahrer beobachtet, wenn die oben in Gedanken schon die Strecke durchgehen, sei es auf der Streif, sei es bei der Hahnenkammabfahrt. Das ist so, die haben im Mindset oder im Gedanken vorher schon die ganze Strecke durchgemacht. Das ist also ganz, ganz wichtig. Das heißt, erste Frage, warum willst du dein Ziel erreichen? Das zweite, welches Ziel beißt du an? Willst du ein Großinvestor werden? Möchtest du vielleicht in Luxusimmobilien finanzieren? Auf Mallorca würde ich das heute gerne machen. Oder ist es dir einfach wichtig, irgendwo in Deutschland, in einer guten Stadt, wo noch ein Wachstumspotenzial gegeben ist, in einem Vorort sukzessive Mehrfamilienhäuser zu kaufen, die alle Renditen abwerfen von 11, 12, 13 Prozent? Das gibt es tatsächlich noch. Du glaubst das vielleicht nicht. Ja, es ist überhaupt sehr, sehr interessant. Also die 5 größten Städte mit dem meisten Entwicklungspotenzial in Deutschland hat sich überall der Wertzuwachs in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Also es gibt jetzt auch noch Städte mit diesem Potenzial. Du musst sie finden und du kannst sie finden. Aber was genau möchtest du erreichen? Was ist dein Zielbild? Hast du eine Zahl im Kopf? Hast du einen monatlichen Betrag im Kopf, wo du sagst, das sollen die Einnahmen sein? Definier es schriftlich. Das ist die Empfehlung an dich. Weil nur wenn du schriftlich definierst, wirst du in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen und wirst in der Lage sein, dieses Ziel umzusetzen. So, dann musst du dich, Punkt Nummer 3,
Du musst dich für eine gewisse Kategorie entscheiden. Das heißt, du musst sagen, okay, ich möchte gerne in Wohnimmobilien, ich möchte gerne in Gewerbeimmobilien investieren. Ich bin eher ein Typ, der ein bisschen risikofreudiger ist. Das heißt, ich möchte eine Immobilie in einem schlechten Zustand erwerben, möchte die sanieren, möchte sie nachher wieder abverkaufen. Oder du sagst, ich bin eher so der ruhigere, der weniger riskante Typ, der gerne eine Immobilie kauft, diese hält und einfach vielleicht nach 10 Jahren wieder mal abverkauft. Oder auch gar nicht, wenn die Rendite gut genug ist. Das ist eine Entscheidung, die musst du treffen. Wo siehst du dich von deinem Risiko, von deiner Risikofreudigkeit her? Ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt. So, was kommt jetzt als Viertens? Du hast also dich entschieden bereits, welche Kategorie. Jetzt kommt Viertens. Die Suche. Das heißt, du hast jetzt ungefähr eine Zielvorstellung, ich möchte beispielsweise mit Wohnimmobilien beginnen. Und du hast gesagt, du fängst dich gleich mit Mehrfamilienhäusern an, du suchst jetzt mal eine Wohnung, dein Ziel sind 30 oder 50 Wohnungen die nächsten, sag ich jetzt mal, 3-4 Jahre. Dann wäre jetzt der nächste Schritt, dass du sagst, okay, welche Kategorie von Wohnung lässt sich sehr schnell vermieten? Kommt jetzt ein bisschen darauf an, für welche Gegend du dich entschieden hast. Da spielt also wieder die Mikrolage und die Makrolage eine entscheidende Rolle. Makrolage ist also die übergeordnete Region, die Stadt beispielsweise. Nehmen wir mal an, du bist jetzt in München zu Hause und hast gesagt, okay, München ist also meine Makrolage und die Mikrolage wäre, wo kann ich in München sozusagen noch Potenzial finden? Angenommen, du hast dich für Sendling entschieden. Sendling ist so ein aufstrebender Bezirk. Das ist keine Top-Lage, aber es ist trotzdem eine Lage, die noch ein gewisses Wachstumspotenzial mit sich bringt. Und jetzt suchst du in Sendling gezielt nach Wohnungen, die zum Beispiel, du hast dich entschieden, 60 Quadratmeter, das ist klein, aber fein, lässt sich schnell vermieten. Und du suchst jetzt gezielt solche Wohnungen. Und ich würde dir empfehlen, schau dir mindestens 30 Wohnungen an. Schau es dir genau an. Schau dir den Dachboden an, ob der trocken ist. Schau dir den Keller an. Prüfe auch, wie waren die letzten Umbauaktivitäten, wann ist was saniert worden, wie sind die Hauseigentümerversammlungsprotokolle, gibt es da große Zwistigkeiten in dem Haus zum Beispiel oder verstehen sich alle gut. Also das sind viele, viele, viele kleine Punkte, aber die am Ende natürlich ein Gesamtbild ergeben. Und ich rate dir, schau dir wirklich, wenn du neu bist in dem Geschäft, wenn du frisch startest und du hast jetzt vielleicht heute erst beschlossen oder kürzlich Immobilieninvestor zu werden, dann schau dir mal 30 Immobilien oder 40 Immobilien an, ohne etwas zu kaufen. Weil das, was du da lernen wirst, das ist ein Live-Kurs, das ist sozusagen Learning by Doing. Aber ja, mach's bitte erst, wenn du vorher die nötige Theorie an Wissen dir geholt hast. Also nicht, wenn ich jetzt wieder mit dem Kochen vergleiche, nicht zu kochen beginnen, bevor du noch irgendein Kochrezept gelesen hast, sondern zuerst Kochrezept lesen, dann die Zutaten einkaufen und dann in der richtigen Reihenfolge zu kochen beginnen, aber ruhig auch mal vorher in der Theorie ein bisschen probieren, bevor es sozusagen die ersten Schecks ausgestellt werden oder die ersten Beträge verwiesen werden. Ja, also wir haben jetzt erstens das Warum, zweitens dein Ziel, drittens du hast die Kategorie gewählt, viertens du machst dich auf die Suche. Und einerseits spielt natürlich die Lage eine Rolle, gerade in gewissen Segmenten, würde ich jetzt sagen, Luxusimmobilien. Aber sehr, sehr oft spielt noch viel mehr die Rolle der Einkaufspreis. Und ich sage jetzt, wenn du in einer klassischen Stadt lebst, wie Düsseldorf, wie Wien, wie Köln, wie Frankfurt vielleicht, wie Hamburg, dann ist es so, dass natürlich in den Stadtzentren die Preise schon sehr, sehr hoch sind. Wenn ich nur Wien schaue, erster Bezirk, je nachdem, welche Art von Wohnung das ist, ob die im Erdgeschoss liegt oder oben im Dachgeschoss, aber wir reden hier Quadratmeterpreise 16.000 Euro, 18.000, 20.000 oder noch viel mehr. Das rechnet sich von der Rendite in der Regel nicht mehr, auch wenn ein paar tausend Euro Miete für diese Wohnung erzielt werden pro Monat. Wenn du aber in den Speckgürtel gehst und du hast dort zum Beispiel eine kleine Studentenwohnung, die du um 400, 500 Euro vermieten kannst, aber die du gekauft hast vielleicht noch um 50.000 Euro, dann schaut die nächste wieder komplett anders aus. Also sei einfach offen hier und vergiss dieses theoretische Halbwissen, das man dir vielleicht irgendwo eingetrichtert hat. Das erste und allerwichtigste ist wirklich der Einkaufspreis. Und um den bewerten zu können, brauchst du ein gewisses Marktwissen. Das kannst du nicht vom ersten Moment her haben. Daher zuerst in der Theorie Wohnungen besichtigen. Nicht eine, sondern mehrere. Ja, und dann sind wir jetzt beim nächsten Punkt, was zur Suche.
wenn es jetzt Richtung Einkauf geht, wenn es schon konkreter wird, ich kürze mal hier mit Einkauf ab, dann gibt es Checklisten, die von mir vorbereitet wurden, wo du alles abchecken kannst, dass du als Neuling sozusagen, als Frischling in der WG auf nichts vergisst. Das ist ganz, ganz wichtig. Die kannst du dir übrigens, wenn du nachher auf meinen YouTube-Kanal gehst, gerne dort kostenlos herunterladen. Also, du hast dich jetzt für eine Region entschieden, du hast dich jetzt für eine Makrolage, für eine Stadt entschieden, du hast dich für eine Mikrolage entschieden. Das heißt, du hast darauf geachtet, dass in Nähe deiner Wohnung eine gute Infrastruktur ist, Geschäfte, Putzerei, Reinigung, was man halt alles so braucht, Friseurladen vielleicht und, und. Und das passt alles, du hast eine schöne Wohnung gefunden, Preis-Leistung stimmt, kannst du eine gute Rendite erzielen. Naja, dann ist jetzt noch die Frage, gibt es vielleicht in Verbindung mit dieser Wohnung ein gewisses Aufwertungspotenzial? Alleine über das Thema Aufwertungspotenzial könnte ich jetzt wahrscheinlich 5 Stunden reden, aber wir schreiben uns das Wort mal hier auf, weil es so wichtig ist. Und zwar, kürzen wir wieder ab, Aufwertung, worüber reden wir hier? Wir sprechen darüber, ob du vielleicht zum Beispiel eine Wohnung hast, wo du die so 60er, 70er Jahre Charme hat, wo du mit kleinen, einfachen Mitteln zum Beispiel, indem du die orangefarbenen und giftgrünen Fliesen des Badezimmers durch schlichte weiße Fliesen ersetzt, neue Fliesen lässt, oder durch eine neue Küche, die vielleicht nicht allzu viel kostet bei einer kleinen Wohnung, vielleicht 2.000-3.000 Euro, die Wohnung einfach aufwertest. Oder indem du neue Böden reinmachst, indem du vielleicht die eine oder andere Zwischenwand entfernst, indem du vielleicht eine Deckenabhängung, die auf 2,70 Meter eingezogen wurde, um die Heizkosten zu senken vor einigen Jahren, wieder entfernen lässt und plötzlich hast du eine schöne Raumhöhe von 3,50 Meter in einem Altbau und das Ding ist viel hochwertiger, als du möglicherweise der Vorbesitzer oder der Vormieter überhaupt eine Ahnung hatten. Also einfach mit offenen Augen durch die Gegend gehen, aber auch in Berlin gibt es andere Aufwertungspotenziale, kann man vielleicht einen Parkplatz dazu erwerben, etc. etc. Also allein dieses Thema sehr umfassend, aber ich suche ganz bewusst nach Wohnungen in schlechtem Zustand, relativ schlechtem Zustand, die man dann aufwerten kann, wo natürlich noch ein bisschen die Musik spielt. Ja, Punkt 7. Das ist ein umfassender Checklist vor dem Kauf. Ja, diese Checklisten sind sehr, sehr wichtig. Ich habe für jede Kategorie von Immobilien eigene Checklisten gemacht und die gehe ich auch wirklich durch, Punkt für Punkt, wie ein Pilot, bevor er mit dem Flieger abhebt, egal wie oft ich schon geflogen bin. Da geht es einfach darum, nichts zu vergessen, was wichtig ist. Ich sage jetzt mal, da sind alle Punkte nochmal drinnen. Da geht es darum, auch den möglichen Mieter abzuchecken, wenn die Wohnung zum Beispiel schon im vermieteten Zustand gekauft wird. Es geht darum, die Verträge zu prüfen, es geht darum, Betriebsnebenkosten sich anzuschauen und. Also sehr, sehr umfassende Checklisten, die es hier durchzugehen gibt. Und natürlich stehen da auch nochmal alle Dinge, die wir schon besprochen haben, drinnen, Mikrolage, Makrolage etc. etc. Ja, was spricht für Immobilieninvestments? Ich werde das jetzt nochmal ganz kurz für dich zusammenfassen. Es geht einerseits um die sehr, sehr langfristige Wertbeständigkeit. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was so lange wertbeständig ist wie Immobilien. Grund und Boden wird sowieso immer mehr wert und wenn du Immobilien gut einkaufst, dann habe ich persönlich auch noch keine einzige Immobilie gehabt im Laufe meines Lebens, die an Wert verloren hat. Also hohe Wertbeständigkeit. Das zweite, hohe Renditechancen. Du kannst bei einer Immobilie einfach mit beeinflussen den Einkaufspreis. Das kannst du nicht bei Gold, das kannst du nicht bei Silber, das kannst du auch nicht bei Aktien. Das heißt, du kannst verhandeln und dadurch steigert das auch deine Renditechancen, deine Renditemöglichkeiten. Und du kannst durch Aufwertung der Immobilie natürlich noch einmal die Rendite später verbessern, wenn du schon im Besitz der Immobilie bist. Du hast trotz alledem, du hast einen realen Sachwert, es ist etwas zum Anfassen, du hast ein Grundbuch, wo dein Name drin steht. Ja, du kannst in die Immobilie hineingehen, du kannst sozusagen die vier Wände anfassen, es ist dein eigenes Hab und Gut, es sind deine Sachwerte, die du besitzt. Und du hast mit einer gut gehenden Immobilie natürlich einen positiven Cashflow, das heißt, du hast laufende monatliche Mieterträge, die cashflowmäßig in deine Tasche fließen und damit dein Leben als Immobilieninvestor
angenehm gestalten. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gut gefallen. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann geh hier auf Kanal abonnieren und du bekommst regelmäßig von mir die neuesten Informationen. Wenn du dir kostenlos mein neuestes Buch Lizenz zum Immobiliendeckhuhn sichern möchtest, dann findest du hier die Möglichkeit, dieses Buch kostenlos zu bestellen. Und wenn du jetzt mein nächstes Video anschauen möchtest, dann geht's hier weiter.